25. Tag der Lehren der Himmelskönigin. Die Königin des Himmels im Reich des göttlichen Willens, Nazareth, Symbol und Wirklichkeit des Reiches des göttlichen Fiat, verborgenes Leben, Maria, Verwalterin, Quelle und immerwährendes Flussbett der Güter Jesu. Die Seele zu ihrer erhabenen Königin, liebste Mama, hier bin ich wieder auf deinem mütterlichen Schoß. Du bist mit dem kleinen Jesuskind zusammen und liebkost es, während du ihm deine Geschichte der Liebe erzählst. Und Jesus erzählt dir die seine. Oh, wie schön ist es, Jesus und seine Mama miteinander sprechen zu sehen. Und der Eifer ihrer Liebe ist so groß, dass sie hingerissen verstummen. Die Mutter im Sohn und der Sohn in der Mutter. Heilige Mama, überlasse mich nicht mir selbst, sondern lasse mich teilhaben, damit ich höre, was du sagst, und lerne, dich zu lieben und immer den heiligsten Willen Gottes zu tun. Lehre der Königin des Himmels, mein liebstes Kind, oh, wie erwarte ich dich, um dich weiter über das Reich zu belehren, das vom höchsten Fiat immer mehr in mir ausgedehnt wurde. Du musst wissen, dass für deine Mama, für den lieben Jesus und den heiligen Josef, das kleine Häuschen von Nazareth ein Paradies war. Mein geliebter Sohn, der das ewige Wort war, besaß aus eigener Kraft, das heißt von Natur aus, den göttlichen Willen. Und in dieser kleinen Menschheit wohnten unermessliche Meere des Lichtes, der Heiligkeit, der Freuden und unendlicher Schönheiten. Und ich besaß das göttliche Wollen aus Gnade. Obwohl ich nicht wie mein geliebter Jesus die Unermesslichkeit umfassen konnte, da er Gott und Mensch war, ich hingegen immer sein begrenztes Geschöpf blieb, so erfüllte mich dennoch das göttliche Fiat derart, dass ich seine Meere des Lichtes, der Heiligkeit, der Liebe, der Schönheiten und der Seligkeit in mir bildete. Wir besaßen das Licht, die Liebe und all das, was ein göttliches Wollen nur besitzen kann, so dass der heilige Josef von unseren Widerspiegelungen überstrahlt und überflutet wurde. Er lebte von diesen Widerspiegelungen. Mein liebes Kind, in diesem Haus von Nazareth war das Reich des göttlichen Willens in voller Kraft. Jeder unserer kleinen Akte war vom höchsten Wollen belebt. Die Arbeit, das Anzünden des Feuers, das Zubereiten der Speisen. Alle unsere Akte wurden auf der Grundlage der reinen Liebe gebildet. Deshalb flossen aus dem kleinsten bis zum größten unserer Akte Freuden, Glück und unermessliche Seligkeiten. Wir wurden in einem Maß überflutet, dass wir uns wie unter einem starken Regen neuer Freuden und unbeschreiblichen Glücks fühlten. Mein Kind, du musst wissen, dass der göttliche Wille von Natur aus die Quelle der Freuden besitzt. Und wo er regiert, genießt das Geschöpf bei jedem seiner Akte den neuen und fortwährenden Akt seiner Freuden und der Seligkeit, diesen einen ewigen Akt des göttlichen Fiat. Oh, wie waren wir glücklich! Alles war Friede, höchste Einheit. Der eine fühlte sich geehrt, dem anderen zu gehorchen. Auch mein lieber Sohn wetteiferte und wollte in den kleinen Arbeiten von mir und vom lieben heiligen Josef angeleitet werden. Oh, wie schön war es, ihn zu sehen, wenn er seinem Nährvater bei den Zimmermannsarbeiten half oder wenn er aß. Wie viele Gnadenmeere strömten zum Wohle der Geschöpfe aus diesen Akten. Nun, mein liebes Kind, höre mir zu. In diesem Haus von Nazareth wurde in deiner Mama und in der Menschheit meines Sohnes das Reich des göttlichen Willens gebildet. Wir machten daraus ein Geschenk für die menschliche Familie, für eine kommende Zeit, zu der sie bereit sein würden, die Gabe dieses Reiches in Empfang zu nehmen. Und obwohl mein Sohn König war und ich Königin, so waren wir doch ohne Volk. Unser Reich war verlassen, obwohl es alle umfassen und allen Leben geben konnte. Denn zuerst war die Erlösung notwendig, um den Menschen vorzubereiten und in die Lage zu versetzen, in dieses so heilige Reich zu kommen. Ich und mein Sohn gehörten in der menschlichen Ordnung zur Menschheitsfamilie und Kraft des göttlichen Fiat und des menschgewordenen Wortes zur göttlichen Familie. Deshalb empfingen die Geschöpfe das Recht, in dieses Reich einzutreten. Die Gottheit gewährte dieses Recht und ließ die Türen für jeden offen, der eintreten wollte.
Deshalb diente unser verborgenes Leben über so lange Jahre dazu, das Reich des göttlichen Willens für die Geschöpfe vorzubereiten. Deshalb will ich dir mitteilen, was dieses höchste Fiat in mir wirkte, damit du deinen Willen vergisst und deiner Mutter die Hand gibst. So werde ich dich in die Güter einführen können, die ich für dich mit so viel Liebe bereitet habe. Kind meines Herzens, sag mir, wirst du mich und deinen und meinen lieben Jesus glücklich machen, die wir dich mit so viel Liebe in diesem so heiligen Reich erwarten, um gemeinsam mit uns ganz im göttlichen Willen zu leben? Mein geliebtes Kind, höre noch ein weiteres Zeichen der Liebe, das mein lieber Jesus mir in diesem Haus von Nazareth schenkte. Er machte mich zur Schatzwalterin seines ganzen Lebens. Wenn Gott dein Werk vollbringt, dann lässt er es nicht in der Schwebe, auch nicht im leeren Raum, sondern er sucht immer ein Geschöpf, das sein ganzes Werk einschließen und auf das er sich stützen kann. Sonst würde Gott Gefahr laufen, seine Werke der Nutzlosigkeit auszusetzen, was nicht sein kann. Deshalb legte mein lieber Sohn seine Werke in mir nieder, seine Worte, seine Leiden, alles. Bis hin zum Atemzug legte er alles in seiner Mutter nieder. Und wenn wir uns in unser Zimmerchen zurückzogen, erzählte er mir mit seinen sanften Worten alle Evangelien, die er in der Öffentlichkeit predigen und die Sakramente, die er einsetzen wollte. Alles vertraute er mir an und er legte alles in mir nieder. Er machte mich zum Flussbett und zur immerwährenden Quelle, denn von mir sollte sein Leben ausgehen und alle seine Güter zum Wohle der Geschöpfe. Oh, wie reich und glücklich fühlte ich mich, als mein lieber Sohn Jesus in mir alles niederlegte, was er tat. Das göttliche Wollen regierte in mir und schuf mir den Platz, um alles aufnehmen zu können. Jesus fühlte, dass seine Mama ihm den Austausch der Liebe gab, der Herrlichkeit, des großen Werkes der Erlösung. Was empfing ich nicht alles von Gott? Denn ich tat nie meinen Willen, sondern immer den Seinigen. Ich empfing alles, sogar das Leben meines Sohnes selbst stand mir zur Verfügung. Während er immer in mir blieb, konnte ich ihn vervielfältigen und ihn jedem geben, der mich aus Liebe um sein göttliches Leben bitten würde. Mein Kind, nun ein Wörtchen an dich. Wenn du immer den göttlichen Willen und niemals den deinen tun wirst und in ihm lebst, werde ich, deine Mama, den Vorrat aller Güter meines Sohnes in deiner Seele niederlegen. Oh, wie glücklich wirst du dich fühlen. Du wirst ein göttliches Leben zur Verfügung haben, das dir alles geben wird. Und ich werde als wahre Mama an dir handeln und darüber wachen, dass dieses Leben in dir wächst und das Reich des göttlichen Willens bildet. Die Seele? Heilige Mama, in deine Arme gebe ich mich hin. Ich bin ein kleines Kind und fühle das äußerste Bedürfnis nach deiner mütterlichen Fürsorge. Ach, ich bitte dich, nimm diesen meinen Willen und schließe ihn in dein Herz ein. Gib ihn mir nie mehr, damit ich glücklich sein und immer im göttlichen Willen leben kann. So werde ich dich und meinen lieben Jesus glücklich machen. Tagesaufopferung? Um mich heute zu ehren, wirst du dreimal zu Besuch in das Haus von Nazareth kommen, um die heilige Familie zu ehren. Bete drei Vater unser, gegrüßet seist du Maria und Ehre sei dem Vater, und bitte uns um die Erlaubnis, in unserer Mitte zu leben. Stoßgebet. Jesus, Maria und Josef, nehmt mich auf, um im Reich des göttlichen Willens zu leben. Amen. Fiat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.